Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen ersten Folge Die Sims 4. Ja, ich habe vor ein paar Wochen das Sims 4 Let's Play gestartet, jedoch dachte ich mir, ist es nicht besser, eine komplett eigenständige Familie zu erstellen, die nichts mit mir zu tun hat, wo ich mich mal nicht selbst simuliere? Und zwar stelle ich euch hier jetzt einfach mal eine Familie vor. Wir gehen hier jetzt erstmal auf Galerie öffnen. Galerie öffnen. Ich gehe hier auf meine Bibliothek. So, und zwar, wir haben hier jetzt schon ein paar Leute in die Stadt eingefügt. Und zwar wäre das einmal hier mich. Ich habe mich selbst in die Stadt eingefügt, einfach aus einem Grund. Ich möchte sehen, wie sich mein Sim entwickelt, ja. Dann haben wir schon mal angefangen, das YouTuber-Haus langsam in die Stadt zu verfrachten. Ich möchte ganz, ganz viele YouTuber noch machen. Ich habe jetzt einfach mal mit Ungeliebt angefangen. Hier Simon und Katie Trades gab es leider nicht. Und wir, liebe Leute, wir spielen... ups, das wollte ich ja nicht. Wir spielen die Collins. Die habe ich selbst erstellt, jedoch die Frau gab es zum Download, die habe ich dann noch so ein bisschen überarbeitet. Die fand ich einfach super und wir ersetzen den Haushalt, genau. Und zwar, was ihr hier seht, die Louis Vuitton, die Hose ist natürlich nicht vom Spiel implementiert. Tut mir leid, sondern das ist Custom-Content, den es jetzt mittlerweile schon für die Sims 4 gibt. Und zwar haben wir hier einmal die Gina Collins. Sie ist eine sehr kreative Dame im jungen Erwachsenenstil, die es ganz, ganz gerne mag zu zeichnen und hat eben einen sehr, ich sag mal so, einen sehr aufreizenden Stil. Sie ist keine, die jetzt, ich sag mal so, irgendwelche Titten präsentieren muss. Nein, sie ist schlicht, aber dafür modebewusst. Und passend dazu hat sie einen Freund, und zwar den Jack Collins, der ebenfalls sehr modebewusst und modern lebt. Er ist jemand, der sehr, sehr gerne trainiert, sehr materialistisch ist, weil ihm Möbel und Geld sehr, sehr wichtig ist. Und er möchte aber, natürlich, wie auch sonst, er möchte natürlich Livestreamer werden, denn mit Schönheit und viel Geld, ich meine, hallo, das sind doch alle YouTuber sind schön und haben viel Geld. Nein, Spaß, er möchte natürlich YouTube-Money kassieren, deswegen wird er ein Let's Player werden und sie werden wir auf die Künstlerakademie schicken. Und zwar, wir starten diesen Haushalt. Spielen. So. Gut. Einführungsfilme werden gedreht. Pornofilme. Nein, Spaß. Wir werden auf jeden Fall in ein Haus ziehen, das, also hier zum Beispiel. Wer wohnt denn hier? Ach, da wohne ich. Okay. Wir werden auf jeden Fall in ein Haus ziehen, das leer steht. Und da hier keins ist mehr, das leer steht. Hier ist nämlich alles voll. Wer wohnt hier? Ach so, geht das? Ach so, kann ich da einfach dann so auf die Häuser klicken? Ach so, ja, hier wohnt. Ach so. Ach, das wäre ja mal mega cool, wenn wir jetzt hier einziehen würden. Zum einsamen Bächlein. Und dann hätten wir einfach mich als Nachbar. Da ziehen wir ein, Leute. Möbliert, ja. Ich mach's jetzt einfach mal möbliert, dann hätten wir noch ein bisschen Geld. Deshalb beziehe ich jetzt hier ein und baue kein eigenes Haus, weil das wieder eine komplett eigenständige Folge wäre. Vielleicht mache ich mal so eine Baufolge, wo ich dann ein Haus baue und wir dann da umziehen. Aber jetzt erstmal nicht. So, zum einsamen Bächlein. Das sind wir. Gut. Und ja, Leute, jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob unsere Wohnung auch so passt, wie sie jetzt ist. Okay. Was mir jetzt schon mal auffällt, wir haben kein Schreibtisch. Kein Schreibtisch. Dann gehe ich eben mal ganz kurz in den Baumodus und
Packen wir den Tisch am besten hin? Nee. So vielleicht. Dann könnten wir das ganz vielleicht anders gestalten. Und zwar eher so, dass wir den dann hier hinten so in die Ecke stellen. Moment, Alt. So. Und dann irgendwie das Sofa nicht so nah, sonst bekommen die ja schlechte Augen. So. So vielleicht. Und hier könnten wir dann ja den Schreibtisch hinstellen. Denn als Let's Player muss man einfach schon anfangen, egal wo, egal wie. Dann müssen wir dann auch noch das Zimmer erweitern oder ein Büro dazu bauen. Oder irgendwie sowas, so ein Let's Player-Zimmer auf jeden Fall. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Hier. Ein Schreibtisch. Welchen nehmen wir denn? Den weißen? So einen schlichten oder wollen wir einen aus so einem hellen Holz haben? Gibt es hier überhaupt so einen? Ja, nehmen wir den hier. What the fuck, das Bücherregal brauchen wir nicht. Das packen wir mal hier hin. Einen schönen Schreibtischstuhl. Ja, komm. Also da müssen wir echt mal investieren. Der muss gemütlich sein, Leute. So einen schönen weißen. Ich meine, ich habe gesagt, er ist modebewusst. Und deswegen braucht ihr da auch modebewusste Sachen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Computer. Wo gibt's den? Wo gibt's den denn Computer? Jetzt ernsthaft? Normalerweise ja hier. Ach so, hier. Ich bin so doof. Schreibtische? Schreibtischstühle, okay. Das Slablet, okay. Respektabler Mittelklasse-Computer. Ich würde sagen, wir fangen schon mal mit einem Mittelklasse-Computer an. Oder, Leute? Das sieht dann schon ein bisschen gamerhafter aus. Und was wir auf jeden Fall hier jetzt noch brauchen, ist eine Stellage, wo dann unsere Gina auch etwas lernen kann. Und zwar nehmen wir die Staffelei hier in einer schönen Farbe. Ja, jawohl, die ist eh schon die schönste Farbe hier. Und da kann sie dann nämlich zeichnen, weil sie ist sehr, sehr kreativ. Und was man... Okay, so Spiel. Das hier brauchen wir nicht. Wir brauchen natürlich ein viel, viel größeres Fenster. Denn wenn man kreativ sein will, dann braucht man einfach Aussicht, ja. Wenn sie was von draußen zeichnen möchte, ja. Die braucht einfach ein großes Fenster. So, aber ich glaube, wir sollten Vorhänge reinhängen, weil sonst war es nicht so gut. Vielleicht sowas hier? Oder sowas hier? Nee, das ist zu übertrieben. Sowas hier? Ich weiß nicht. Oder sowas? Oder sowas? Naja, das sieht gar nicht mal so bad aus. Obwohl, kreative Künstler haben ja immer irgendwie sowas, ne? Packen wir sowas hier rein vielleicht. So einen roten. Ah, das sieht auch scheiße aus. Obwohl. Es geht eigentlich aber kreative Leute. Nee, 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 das sieht eigentlich nicht gut aus. Ich würde sagen, dann entscheiden wir uns für den hier. Den kleinen da. Sind auch in einer anderen Farbe. Alles so intensiv. Das hier vielleicht. So. Ja, das brauchen wir. Da hat sie dann aber auch einen schönen Ausblick. Und hier kann sie dann schön was zeichnen. So. Mache ich das erstmal. Vielleicht kann ich dann die Staffelei auch drehen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Aber sie kann ja hier schließlich auch schon zeichnen. Aber was vielleicht doch noch gut wäre, wäre doch vielleicht irgendwie so ein Tablet. Da gucken wir nochmal. So einen kleinen Stuhl bräuchten wir. Wo gibt es jetzt nochmal den... wo gibt es denn jetzt nochmal diese kleinen Absätze da? Tut mal, ich bin schon wieder komplett aus dem Spiel raus. Ach, hier. So. So ein... Oh, das ist aber schon ein großer Tisch. Der ist aber schon echt groß. Oh, ich wollte doch nur noch so einen kleinen Abstelltisch haben für ein Radio. Aber der passt hier überhaupt nicht rein. Mit einer anderen Farbe vielleicht so. So? Ja, das passt schon eher. Mit einem Radio oben drauf. Ja.
Gut, dann hätten wir hier auch ein Radio. Und was wir auch noch unbedingt brauchen, ist ein Tablet. Weil ich finde, dass man in der heutigen Zeit sowas einfach braucht. Und wir nehmen natürlich das Weiße. Denn sie ist eine Dame, sie braucht ein weißes Tablet. So. Und passt hier auch die Beleuchtung? Nicht, dass er dann als Let's Player irgendwie abkackt. Lampen. Ach, hier. So eine Panda-Lampe. Aber so ein Gamer braucht doch irgendwie sowas hier. Ich weiß es nicht. Also, ist so eine ganz schlichte. Naja, ich würde sagen. Nee, die. Oh mein Gott, was ist das für ein UFO? So eine Sims-Lampe. Die ist doch eigentlich schön. Die macht so ein schönes Licht irgendwie. So. Ja, das ist schön. Gut, dann gehen wir in den Live-Modus zurück. Und jetzt, liebe Leute, speichern als Let's Play. So, da speichern wir jetzt. Und dann sind wir auch gleich mal glücklich. So, liebe Leute, ihr könnt jetzt einziehen hier. Geht mal in euer schönes Haus. Ich finde, das ist einfach ein schönes Paar. Wie sie so feminin geht und er so richtig so, yo, ich bin der Master. Und er setzt sich sofort an den PC. Er guckt ja nicht mal das Haus an oder so. Nee, er kommt rein und sagt sich so, das ist unser neues Haus. Da steht ein Computer. Ja, jetzt muss ich gleich spielen. Das ist ja echt mal perfekt. Oh, das ist aber ein schönes Bild. So. Okay, und was machst du hier gerade? Sie kocht etwas, okay. Oh mein... Oh. Okay. Ich glaube, das ist dann mal nicht so cool. Gut, hat die Videospielfähigkeit erworben. Okay, dein Screenshot, ja, bla bla bla. Ich weiß, dass mein Screenshot hier ist. Okay, so. Du könntest eigentlich mal jetzt dir einen Job suchen. Und zwar... Job suchen? Sie denkt sich einfach so, ich möchte spielen. Hat sie jetzt überhaupt fertig gekocht oder fängt das hier gleich zu brennen an? Doch, sie hat fertig gekocht, ein Wunder. Leckermaul, Technikguru. Was soll ein Ausnahmetalent wie du auf der Uni? Die Möglichkeiten liegen auf der Straße und warten darauf, von dir aufgehoben zu werden. Und das wirst du mit einem riesigen Gehirn ja wohl hinbekommen. Berufszweig E-Sportler und Start-up-Unternehmer. 31 Dollar die Stunde. Hier würden wir 23 bekommen. Oh, aus Male bekommen wir nicht so viel. Okay, Karriere für Jack wählen. Gut, wir sind Technikguru. Und du könntest jetzt eigentlich auch mal hier einen Job suchen. Hast du überhaupt schon Hunger? Oh, du hast Hunger. Ja, komm, deine süße Frau hat dir was gekocht. Wo sind wir denn? Schriftstellerin? Malerin? Erschaffe deine eigene Welt mit ein paar Pinselstrichen. Sichere dir mit einer hyperrealen und einer abstrakten Meisterwerken unfassbarer Schönheit deinen Platz in der Kunstszene. Berufszweig Meisterin des Realen und Kunstmäzene. Meisterin des Realen und Kunstmäzene. Okay, wir nehmen das jetzt einfach mal an. Und deine Frau hat nie was gekocht. Dann kannst du hier das Rührei essen. So, und du hast auch Hunger. Dann würde ich sagen, dann kannst du hier auch das Rührei essen. Oh, hast du nur eine? Oh. Ja, komm, dann... Ja, komm, dann koch eben noch schnell was. Koch noch schnell einen Grillkäse extra für dich. Schnell, beeil dich. Mach schnell einen Grillkäse für dich. So. Er ist hier. Er ist natürlich total verliebt in sie. Was wir jetzt dann mal vorhaben, ich möchte eigentlich ganz gerne nachher hier zu meinem Nachbarn gehen. Wer steht denn hier? Hier steht, oh mein Bauch, oh mein Gott. Hier steht Tobias Heck und Julia Hermanns. Okay. Und ist das, Moment, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Wie kann ich denn das so aufdrehen? Moment, man kann es, glaube ich, in den Spieloptionen. Gameplay. Steuerung, die Sims 3 Kamera. Änderungen anwenden. Jetzt habe ich eine Sims 3 Kamera. Jetzt gucke ich mal, ob das so geht. Hä? Funktioniert doch ebenfalls nicht. Ich kann das irgendwie nicht so... Ach so. Muss ich da jetzt immer so gucken?
Nee, ich stelle die Kamera jetzt wieder um. Das ist irgendwie gerade nicht so meins. Bisschen komisch. Gut. So. Jetzt sind wir hier. Und jetzt. Oh, lecker. Und die Musik ist auch an. Nee, aber wir müssen da umschalten. Nee, die können wir lassen. Okay, er mag anscheinend sehr Musik. Unser Lebenswunsch hier ist auf jeden Fall. Was ist unser Lebenswunsch? Ach, hier. Computerfreak. Elektrogeräte im Wert von 3.000 € besitzen. Haben wir schon insgesamt 10 Stunden Programmieren üben und das ist überhaupt nicht schwer. Also, das geht dann wahrscheinlich sehr, sehr fix. Belohnungsdor, was gibt's denn da überhaupt? Da habe ich noch nie reingeguckt. Energietrank, Flirttrank, Glückstrank. Schlafersatz, what the fuck? Erfüllt augenblicklich das Energiebedürfnis. Okay, Sportskanone. Erfüllen beim Trainieren das Bedürfnis Spaß und büßen nie an Hygiene an. mega grüner Daumen, niemals erschöpft. Gelehrter. Bauen alle Fähigkeiten schnell aus, guter Küsser. Stahlblase wäre vielleicht gut, weil die Sims müssen ja immer so oft aufs Klo. Die müssen ja echt elend oft aufs Klo. Okay, gut. Macht weiter. Du kannst hier eigentlich jetzt schon mal aufräumen, statt hier irgendwie den Kasper zu machen. Geh aufräumen und dann könntest du ja so, dann könntest du ja diesen. Also das ist Residenz. Oder wer wohnt denn hier? Ich glaube, hier wohne ich. Oder? Das hier ist ja unsere Nachbarschaft. Oder wohne ich hier? Residenz. Was ist denn Residenz? Hä? Wer ist denn hier? Ralf Sommer und Christina Schäfer. Aber ich glaube, ich wohne hier. Residenz besuchen mit Gina. So, das wird geladen, obwohl wir in der Nachbarschaft sind. Das ist ja echt krass. Also das finde ich jetzt nicht so gut. Frösche werden versteckt. Frösche sind toll. Blumen werden gedüngt. Okay, wir sind da. Und dann klopfen. Oh, da bin ich ja schon. Oh, okay. An Tür klopfen. So. Komm hoch. Ich bin einfach drin und ich dance einfach ab. Hallo? Ich klopf einfach ran. Ich klopf einfach und gehe einfach dann rein. So. Hä, Moment. Was ist hier los mit der Steuerung? Okay, so. Hä? Leute, was ist hier los? Hä, kommt doch nicht einfach rein. Ihr müsst dann schon mit ihm auch sprechen. So. Die scrollt irgendwie immer so komisch hoch. Moment, jetzt versuche ich das hier nochmal. Hä, was ist hier los mit dieser Steuerung? Leute, ich komme gar nicht mehr drauf klar. Guck mal, ich kann nicht mehr runter. Er tanzt einfach weiter. Kann ich nicht irgendwie weiter runter? Kann ich da nicht irgendwie rein? Leute, was mit dieser Steuerung? Also die. Die muss ich echt noch ein bisschen lernen, weil das ist richtig komisch. Die Sims 3 Kamera wende ich jetzt noch mal schnell an. Okay. Kann mir bitte jemand erklären, was hier gerade los ist? So. Spieloptionen. Steuerung Kamera. Nein, nein. Vielleicht geht's jetzt. Ich hoffe mal, das klappt jetzt so. Ich kann irgendwie dann nicht mehr richtig hin scrollen. Okay. Leute, das ist irgendwie gerade ein bisschen komisch hier. Guckt euch das an! Die fährt von alleine! Entweder das ist gerade verbuggt oder es liegt irgendwie an mir. Guck mal, das fährt ganz von alleine irgendwo hin. Ich möchte doch einfach nur ihn anvisieren. Und dann guckt, ich visiere ihn an, ich drücke überhaupt nichts und es geht einfach hoch. Ohne dass ich überhaupt irgendwas mache.
Alter. Okay, er macht hier, er spielt hier einfach. Weil, natürlich, wir sind auch Let's Player hier. Er schläft einfach. Okay, Leute, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir speichern das jetzt. Und dann würde ich sagen, war es das von dieser chaotischen ersten Folge. Moment, stopp. Pause. So. Mit diesem Freudensprung verabschieden wir uns. Und, ja, ich würde einfach mal sagen, das war's von dieser Folge. Die Kamera ist ein bisschen verbuggt. Ich werde versuchen, das in der nächsten Aufnahme in irgendeiner Weise zu fixen. Und jetzt funktioniert sie wieder, oder was? Nee, die geht dann immer irgendwie so komisch hoch. Vielleicht habe ich da irgendwas falsch umgestellt oder so. Nee, also ein bisschen komisch ist die ja schon. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei den Collins. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt mir Vorschläge rein. Sollen wir ein Baby bekommen in den nächsten Tagen? Ich weiß nicht, gleich am Anfang ein Baby. Wir haben nicht so viel Geld, wir müssen uns darum kümmern. Aber keine Ahnung, so ein Baby, das ist schon irgendwie cool, das gleich dann aufzuziehen. Also mir macht das schon immer sehr viel Spaß. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ich würde sagen, haut rein, macht's gut und ciao!